Guten Morgen und herzlich willkommen zum Marktüberblick von tradingportal.net. Wir haben Freitag, den 14. Dezember 2018. Der Wochenabschluss steht an und es kann gut sein, dass wir in der angestrebten Wochenspanne verharren werden. Die war von 10.570 bis knapp 10.920. Gestern erfolgte auf der Oberseite ein kleiner Abpraller. Fehlausbruch? Fragezeichen. Denn in der Nacht gab es nun auch schwächere Daten aus China zu vermelden, die wohl uns erstmal innerhalb der Spanne halten dürften. Und der DAX könnte hier nun noch, müsste sich nun nochmal neu sortieren für einen kleinen Bodenbildungsprozess. Das kann durchaus ein, zwei Tage in Anspruch nehmen, wo dann eben nochmal mit Schwäche zu rechnen sein müsste. Wir blicken hier zum DAX-Monat-Chart. Wichtig, hatte ich euch im Wochenausblick gesagt, wenn wir diese Zone anlaufen, hier 61,8 Retracement der 2016er Bewegung bei 10.570, der muss verteidigt werden, nicht nur auf Wochenschlussbasis, sondern eben auch auf Monatsschlussbasis. Das ist ein sehr wichtiger Support. Oberhalb bietet sich eine stärkere Erholungsbewegung an. Unterhalb kann bereits dann, speziell wenn der Dezember schon unterhalb erfolgt, etwas ein großes Warnsignal. Da kann dieses wichtige Bärenmoxi hier unten, was ich euch im vergangenen Wochenausblick bereits vorgestellt habe, sehr direkt im ersten Quartal angelaufen werden. 10.570, wichtig auf Wochenschlussbasis, aber eben auch auf Monatsschlussbasis im Dezember. Ein deutliches Absetzen könnte eine mehrwöchige Erholung einleiten. Aber so ins Detail werden wir im großen Shortbit jetzt nicht gehen. Dafür gibt es den Wochenausblick am Wochenende. Da ist zu mir direkt hinein in den Wochenchart. Hier ist unsere aktuelle DAX-Wochenkerze. Die Vorwochenkerze war sehr bärisch. Ich hatte euch gesagt, es ist nun sehr wahrscheinlich, dass wir ein neues Jahrestief sehen und die 10.570 testen. Das geschah direkt zum Wochenstart. Danach der direkte Abpraller Richtung obere Wochenspanne. Diese sollte damit aktiv sein. Bis zur alten Trendkanalbegrenzung. Wurde gestern auf der Oberseite ganz leicht verletzt. Aber wir kamen nicht drüber hinaus. Danach gab es eben auch die wichtigen China-Daten. Da wollte man sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Diese China-Daten sind nun etwas schwächer ausgefallen. Zu schwach wahrscheinlich. Daher starten wir erstmal erneut innerhalb dieser neutralen Wochenspanne. Und es ist durchaus wahrscheinlich, dass man diese auch nicht mehr verlassen werden. Jetzt geht es darum, wie werden wir die Woche beenden. Möglichst nah am Wochenhoch. Das wäre eine Chance, also nah an der 10.900 wäre eine Chance in der kommenden Woche, dass wir direkt vielleicht, jetzt die Linie ist ja fallen, diese Trendlinie, innerhalb wieder starten könnten, also an der 10.900 starten. Kann sein, dass diese Zone gleich ein Support wird und man einen Angriff starten könnte Richtung 11.200. Die 10.900 ist dafür sehr wichtig. Nahe ein Schluss, Wochenschluss nah an dieser Marke oder vielleicht sogar oberhalb, ne, könnte es ermöglichen, dass die Bullen gleich direkt zum Start in die neue Woche eine Spanne Richtung 11.200 aufschlagen könnten. Doch dafür braucht es heute eine zügige Bodenbildungsformation. Ein schwacher Wochenschluss mit einem langen Docht hier oben am Ende noch, ne, würde dafür sorgen, dass man in dieser Spanne hier verharren wird. Ne, erstmal, da wäre 10.720 wäre eine erste Marke und die 10.650 wäre dann in der kommenden Woche hier wichtig. Wochenstoß wichtig, nahe der 10.900, Chance in der kommenden Woche deutlich unterhalb der 10.900, dann dürfte der Wochenstart erstmal schwierig erfolgen. Zoomen wir in den Tagesschart hinein, links der Future, rechts der Cetra-DAX, zu erkennen ist diese Keilformation. Hier auch, die wir kurz verlassen haben zum Wochenstart. Das hatte ich euch aber auch angekündigt, dass dies kurz passieren kann, um die wichtigen 10.570 zu erreichen. Danach sind wir direkt am kommenden Tag, am nächsten Tag wieder innerhalb gestartet. Das war alles sehr mustergültig, muss man sagen. Und danach ging es direkt in die Widerstandszone hinein. Die erste, die Tageskerzen waren alle etwas bärisch angehaucht, aber konnten immer noch etwas negiert werden durch einen guten Wochenschluss, Tagesschluss. Und ja, aber gestern wieder Schluss im Future nahe am Tagestief. Das ist einfach zu wenig an der Widerstandszone. Da deutet sich einfach nochmal ein Rücksetzer an, ein neues Formieren, vielleicht auch nur Kraft sammeln für einen neuen Angriff. Im Idealfall erfolgt dieser Kraftsammlung bereits in der Zone 720, 760, 780, dass man dort bereits die 815 wäre hier auch noch zu nennen, wäre die sehr bullische Variante, wenn wir dort nicht runterfallen würden. Und dass wir gleich im Tagesverlauf oberhalb bleiben und dann die Spanne. Wir haben eine Spanne, haben dieses Gap hier im Future bei 780
Und im Xetra DAX würde es ein Gap bei 887 geben. Das wäre eine erste wichtige Marke, eine 880, 10.900 wäre ein wichtiger Tageswiderstand. Abpraller an dieser Zone würden eben dafür sorgen, dass wir Richtung 10.780, 760, 720 laufen könnten. Diese Zone wäre dann wichtig, wenn wir das direkt dynamisch nach oben wieder drehen könnten, kann dieser Rücksetzer bereits abgeschlossen sein und wir könnten uns dann vielleicht das hässliche ISKS oder leicht verschobene Doppelboden dann einen neuen Angriff auf die wichtige Widerstandszone wagen. Das könnte aber durchaus dann bis in die kommende Woche Anfang, die ersten Tage Montag, Dienstag hinziehen. Falls wir keinen Abpraller schaffen und uns hier wirklich unterhalb der 10.800 rumdümpeln, müssen wir damit rechnen, dass in der kommenden Woche der Start schwächer erfolgen wird und dass wir uns hier in dieser Zone dann aufhalten werden, vielleicht für einen Doppelboden hier unten, dass wir die untere Kaltbegrenzung nochmal anvisieren, dieses Fallen knapp 650, dass wir dann diese in der kommenden Woche anvisieren werden. Das Wochenschluss wird wichtig. Wenn wir hier bereits abdrehen, einen langen Docht ausbilden und nahe an der 10.900 schließen, wäre das schon abgeschlossen. Wir hätten im Rücken dann eine kleine Bodenbildungsformation und könnten gleich direkt zur neuen Woche bullisch attackieren. Gut, also Wochenschluss wird wichtig. 10.900, Schluss oberhalb, Schluss nah daran, könnten die Bullen direkt nutzen. Unterhalb besteht die Gefahr, dass wir in der kommenden Woche dann nochmal diese Range hier ausbilden, ne, hier unten hin, Richtung Kaltbegrenzung 10.650. Viel tiefer dürfen wir nicht fallen. Ansonsten wird er droht ein schwacher Dezember. Gut, heute kurz nochmal die Spanne für heute. Die 10.880, 10.900, ein wichtiger Tageswiderstand. Oberhalb hält sich die Lage wieder auf. Unterhalb muss mit einer Spanne über die 10.815, 10.780, 67, 27 gerechnet werden. Dort müssen wir dann schauen, ob Dynamik nach oben aufkommen kann. Es ist die erste Zone, wo wir wieder abprallen könnten mit neuer Kraft im Rücken und die Widerstandszone attackieren können. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann live im Trading-Chat auf tradingportal.net. Am Wochenende, wahrscheinlich am Sonntag, gibt es dann wieder den großen Wochenausblick. Und ja, dafür wird es eben wichtig, wie unser Wochenabschluss gelingen kann. 10.900 wäre wichtig. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis gleich im Trading-Chat. Ciao.